Hey ho und damit wieder herzlich willkommen zu Fenimore Fillmore. Und ja, er macht immer noch Training hier. Wir versuchen nochmal den Zimmerschlüssel ihm zu geben. Wir brechen das Ganze mal an der Stelle ab und versuchen es nochmal neu. Langt der Schlüssel als Nachweis? Etwas ungewöhnlich, aber meinetwegen, wir machen eine Ausnahme. Hier ist Ihr Sparbuch. Danke. So, jetzt haben wir ein Sparbuch und damit können wir was anfangen? Lieber nicht. Ganz meine Meinung. Ja. Ach, Mann, Fenimore. Guten Morgen. Guten Morgen. Ein Kredit. Kredite sind immer gut. Ich möchte einen Kredit beantragen. Natürlich, Mr. Fillmore. Wie viel brauchen Sie? Wie viel Kredit habe ich? Wie viel Kredit habe ich? So wie Ihre Finanzen jetzt aussehen, ich könnte Ihnen 15 Dollar geben. Nur? Hier, nehmen Sie. Können wir das nicht öfter machen? Guten Morgen. Guten Morgen. Ich möchte einen Kredit beantragen. Kein Problem. Wie viel darf es diesmal sein? Geben Sie mir so viel Sie können. Hier, 5 Dollar. Nur? Guten Morgen. Guten Morgen. Nochmal. Ich möchte einen Kredit beantragen. Noch einen? Es ist ungewöhnlich, aber machbar. $100. Vielleicht $100? Das hier ist eine Bank und keine Filiale der barmherzigen Schwestern. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich möchte einen Kredit beantragen. Was zum Teufel machen Sie mit dem Geld? Das Leben ist sehr teuer und... Oh Gott. In Ordnung, aber das ist das letzte Mal. $10 dürften vorerst reichen. Schon erledigt. Hier, bitte. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich möchte einen Kredit beantragen. Ich kann Ihnen keinen Kredit mehr geben. Mist. Ja gut, dann sollten wir vielleicht mal einziehen. Jetzt gehe ich saufen, bis ich die Besinnung verliere. Wenn ich nur könnte. Oh Gott, er würde auch gerne, ne? Aber geht wohl nicht. Okay, hier können wir nichts mehr machen. Aber wir könnten mal in den Shop hier gehen, oder? Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Wir könnten uns dort echt mal umschauen jetzt. Vielleicht könnten wir ein paar Sachen gut gebrauchen. Ein Wagenheber, damit könnten wir das Rad hochheben. Verzeihung, ich bin sofort bei Ihnen. Wozu dient das hier? Das ist ein Wagenheber. Räder wechseln wird damit zum Kinderspiel. Er kostet $8. Ja, nehme ich mit. Okay, hier ist das Geld. Bedienen Sie sich selbst. Was könnten wir denn noch machen? Eine Axt? Brauchen wir eine Axt? Ein Gürtel? Ja, nee, nicht wirklich. Laufkatze? Die könnten wir vielleicht für dieses Hören Sie, Seil Mister, gebrauchen. Ich bin sofort bei Ihnen. Was ist das denn? Ein Bauchmuskeltrainer? Das ist eine Laufkatze. Ideal, um sich beispielsweise an einem Seil heruntergleiten zu lassen. Sie kostet nur $5. Ja, dann gib mal. Okay, hier ist das Geld. Bedienen Sie sich selbst. Sehr schön. Die Gürtel da hinten noch. Entschuldigen Sie bitte. Schöne Gürtel. Das sind keine normalen Gürtel. Sie werden zum Klettern benutzt. Auf dieser Seite haben wir die automatische Wurfmaschine. Man legt sie wie einen Gürtel an und drückt auf den Knopf. Auf diese Weise verschießt man ein Seil, das an allen Oberflächen haftet. Natürlich haben wir auch den traditionellen Gummigürtel. Sehr nützlich, um an Palmen hinaufzuklettern oder auch an Telegrafenmasten. Ja. Vielleicht beides? Erstmal den Klettergürtel. Wie viel möchten Sie für den Klettergürtel? $7.
Okay, hier ist das Geld. Bedienen Sie sich selbst. Okay, wie viel Dollar habe ich denn noch? 17. Wir sollten langsam mal sparsam umgehen hier. Zeitungen? Ja, warum nicht? Nein, Füller brauchen wir keinen. Wir haben einen Füller. Können wir keine Zeitungen kaufen? Mobile Telegraph. Wäre auch eine Idee. Ja, kauf doch. Müssen wir den erst so groß machen? Hey. Tagchen, wie geht es Ihnen? Ich würde gerne kaufen. Haben Sie Whisky der Marke Triple X? Selbstverständlich. Und im Sonderangebot. $7 die Flasche. Ja, nehme ich mal mit. Na dann mal her mit dem Rachenputzer. Hier, bitte. Wir brauchen noch eine Zange. Von hier aus unmöglich. Ja, mach halt erst den Schrank wieder zu. Du bist aber auch anstrengend. Tagchen, wie geht es Ihnen? Nein, 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 nein. Ich habe mich nur umgesehen. Sie können so viel schauen, wie Sie möchten. Aber fassen Sie nichts an. Ja. Gibt's eine Zange hier irgendwo? Vielleicht da unten oder so? Nee, nicht da unten. Okay, eine Axt, eine Axt, noch eine Axt. Eieiei. Dieser Schrank hier unten. Hey ho, und da bin ich auch wieder. Gerade ist das Spiel irgendwie abgeschmiert. Und ja, irgendwie haben die keine Köpfe mehr. Ich weiß auch nicht. Ich möchte eigentlich noch dies. Haben Sie Farmverteidigungsmaterial? Ihre Karte bitte. Meine Karte? Wenn Sie keine Karte haben, darf ich Ihnen solches Material nicht verkaufen. Also wir brauchen auf jeden Fall so eine Karte, was auch immer. Was für eine Karte brauche ich, um Farmverteidigungsmaterial zu kaufen? Eine SISA-Karte. Bei der Bank können Sie eine bekommen. Nur wenn Sie Millionär sind, natürlich. Natürlich, natürlich. Sind wir aber nicht. Sind wir wirklich nicht. Ich habe mich nur umgesehen. Sie können so viel schauen, wie Sie möchten. Aber fassen Sie nichts an. So, was haben wir denn jetzt hier alles? Wir haben die Draisine, wir haben den Gürtel, den Schnaps. Fehlt noch eine Zange. Haben wir dann noch genug Geld dafür? $10. Da müssen wir irgendwo noch eine Zange finden. Gute Frage, wo man eine Zange bekommt. Was ist denn das hier? Eine Axt? Gürtel. Aber hier scheint es echt keine Zange zu geben irgendwie, ne? Er hat einfach keinen Kopf. So fail. Ja, hoffen wir mal, dass wir hier irgendwo noch eine Zange finden. Das ist ja richtig blöd. Füller. Warum nicht? Verzeihung, ich bin sofort bei Ihnen. Ja gut, jetzt geht das wieder los. Was soll denn das hier heute? Irgendwie mag mich das Spiel heute nicht. Ich gehe mal hier nochmal auf Laden. Hören Sie, Mister. Wie viel kostet der Füller? Nur $3. Hat doch geklappt. Vielleicht später. Wann immer Sie möchten. Auf jeden Fall. Wir werden erstmal schauen, dass wir an neues Geld kommen.
Und wir brauchen natürlich noch so eine Caesar-Karte. Die ist extremst wichtig für uns. Ich denke mal, die werden wir hier in der Bank bekommen, würde ich mal meinen. Bin mal gespannt, ob wir an das Geld vom Sparkonto überhaupt irgendwann nochmal rankommen. Die Kamera. Wenn die nicht wäre, dann wären unsere Geldprobleme erledigt. Einfach die Spielzeugrevolver hinhalten. Und abkassieren. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich hätte gern so eine Karte. Ich brauche eine Caesar-Kreditkarte. Ich befürchte, das liegt über Ihren Möglichkeiten. Man muss viel Geld haben, um so eine Karte zu bekommen. Im gesamten Gebiet haben nur ein Dutzend Leute eine Caesar-Karte. So. Jo. Vielleicht gibt's ja eine Amex oder so. Guten Morgen. Guten Morgen. Jetzt gehe ich saufen, bis ich die Besinnung verliere. Sie können sehr viel zu trinken vertragen, nicht wahr? Anscheinend. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt an diese Caesar-Karte? Und wie kommen wir hier an Geld? Gute Frage. Wir müssten Millionär sein. Dann müssten wir vorher die Bank überfallen, um in dieser Bank dann eine Caesar-Karte zu beantragen. Wäre natürlich interessant. Telegrafist. Was kann man denn da so machen? Schönen Tag auch. Was wünschen Sie? Geld wäre gut. Wann kommt denn der nächste Zug? Wann kommt der nächste Zug? Heute Nachmittag. Von wo kommt er? Er kommt aus Emmeline. Wo hält er danach? In Capital City. Sie wissen schon, die Hauptstadt der Gegend. Capital City. Jo, dann für was auch immer das gut sein soll. Ich möchte ein Telegramm aufgeben. Kann losgehen. Tante Philomena? Mr. President? Oder Sam? Ich würde sagen, Mr. President, würde ich mal sagen. Mr. President, Weißes Haus. Ich habe vor, eine politische Laufbahn auf der Basis Ihrer Doktrin einzuschlagen. Punkt. Brauche Subventionen für meine Wahlkampagne. Punkt. Mit patriotischen Grüßen, Fenimore Fillmore. Stop. Die Telegramme ins Weiße Haus haben Zuschlag. Insgesamt macht das 4 Dollar. Eieiei, dann mach mal. Vielleicht kriegen wir da wirklich Subventionen, die wir dann für unsere eigennützige Zwecke hier missbrauchen können. Das wäre natürlich eine richtig coole Sache. Hier, bitte. Vielleicht sollten wir den anderen auch noch schreiben. Vielleicht können wir die alle um Geld anbetteln, das wäre was. Schönen Tag auch. Was wünschen Sie? Ja, ich möchte ein Telegramm aufgeben. Kann losgehen. Tante Philomena, New York City, New York. Brauche 100 in Zahlen 100 Dollar, Komma. Du weißt, ich gebe sie dir zurück. Punkt. Dein dich liebender Neffe Fenimore. Stop. Ein Telegramm zu senden kostet 2 Dollar. Ja, mach. Hier, bitte. Ja, schönen Tag auch. Noch was eins. Wünschen Sie? Nochmal. Ich möchte ein Telegramm aufgeben. Kann losgehen. Geiz ist geil. An meinen lieben Freund Sam, den Klavierspieler. Big Town, Arizona. Ich bin es, Fenimore. Der dich aus dem Brunnen rausgeholt hat. Punkt. Ich bin in Schwierigkeiten und brauche dringend eine Handvoll Dollar. Stop. Das macht 2 Dollar. Naja, hoffentlich schicken die uns auch was. Hier, bitte. Schönen Tag auch. Was wünschen Sie? So. Wir können jetzt auch fragen, ob was angekommen ist. Ist etwas für mich angekommen? Name? Fillmore. Fenimore Fillmore. Fillmore. Nein, gar nichts. Ab wann kommt das Zeug an? Ab wann kommt dieses Zeug an? Wird es zeitgesteuert oder müssen wir erst den Screen hier irgendwie verlassen oder so? Ich versuch's mal, dass ich den Screen einfach mal verlasse. Vielleicht reicht das schon aus, dass wir hier Bares kriegen. Denk mal, das sollte reichen. So. Genau, er hat sich nämlich auch bewegt gehabt. Vielleicht ist schon was da für uns. Schönen Tag auch. Was wünschen Sie? Geld.
Ist etwas für mich angekommen? Name? Fillmore. Fenimore Fillmore. Fillmore. Nein, gar nichts. Schade. Wir gehen mal dahinter. Vielleicht gibt's da noch irgendwas zu sehen. Sieht aber nicht so aus, als ob es hier was geben würde. Was ist denn da hinten? Wir können da auch reingehen. Bisschen Bares abstauben vielleicht noch. Eine Laterne, die können wir doch mitnehmen. Unmöglich. Oder auch nicht. Brille? Können wir uns die anschauen? Nö, bringt nichts. Da ist aber auch nichts mehr. Was ist denn? Kann man hier um die Ecke gehen? Oh. Moment, da liegen Zeitungen, die man anklicken kann. Nee, doch nicht. Dachte schon. Aber hier piept es auch im Hintergrund irgendwie. Wir schauen mal da rein. Sie ist verschlossen. Ja, da können wir doch Abhilfe schaffen. Wir haben doch Schlüssel dabei. Vielleicht passt der ja zufälligerweise hier auch. Nein. Wäre auch zu einfach gewesen. Aber gut. Dann vielleicht mal die andere Tür. Die hier. Fenimore Fillmore gibt es im Übrigen auch fürs Handy. Das kann man auf dem Tablet oder auf dem Handy spielen. Ziemlich cool. Da ist sogar kostenlos, glaube ich. Nimm Baumstamm. Da haben wir noch einen. Nimm Schubkarre. Ja, nimm mal mit. Yeah. Das ist so ein riesiger Ding einfach einsteckt. Sehr realistisch das Ganze. Aber irgendwie, wir haben immer noch kein Geld gefunden hier. Was hat es denn eigentlich mit diesem Tor auf sich? Kann man da durchgehen? Nee. Wir nehmen mal den normalen Weg in die andere Richtung wieder. Da wäre es auf jeden Fall noch von Vorteil, wenn wir nochmal da vorbeigehen und schauen, ob schon was angekommen ist. Hier. Schönen Tag auch. Was wünschen Sie? Ist etwas für mich angekommen? Name? Fillmore. Fenimore Fillmore. Fillmore, ja. Hier bitte. Es kommt aus New York. Lieber Neffe, ich schicke dir das Geld, um das du mich gebeten hast. Deine Tante Philomena. $10? Aber ich wollte doch 100. Warnung, diese Nachricht wird sich in 5 Sekunden selbst vernichten. Ja. Oh. Als ob die... Ja, okay, die... Schönen Tag auch. Was wünschen Sie? Ist etwas für mich angekommen? Name? Fillmore. Fenimore Fillmore. Fillmore. Nee, bringt nix. Jo, was steht denn noch auf unserer Liste hier? Wir müssen auf jeden Fall noch an Geld kommen. Wir brauchen eine Zange. Und wir könnten den Baumstamm noch irgendwie zersägen. Denkt mal, das wäre dann irgendwie für die Zäune oder so. Gute Frage. Können wir hier hoch? Nö, können wir nicht. Hier drüben vielleicht irgendwas noch. Über die Gleise traut er sich hier irgendwie nicht. Da hat es doch gerade so geblitzt, als ob ein Zug kommen würde. Seltsam. Hier haben wir eine Scheune, hier haben wir einen Wahnsinnstier und hier haben wir eine Draisine. Wir würden, von dem Stier halten wir uns erstmal noch fern. Schauen wir doch mal hier rein. Hm.
Okay, das ist eindeutig zu schwer. Umlenkrolle, können wir hier irgendwie was mit einem Seil machen? Wenn wir noch eins haben. Ja, haben wir. Hoch damit. Yippie-yay. Es geht einfacher, wer sich einen Hebel schafft. Irgendwie gibt es da sogar einen Spruch dazu. Schauen wir mal, was sich in diesen super Schuppen hier befindet. Perfekt, gleich noch ein Seil. Äpfel, die wir leider nicht mitnehmen können. Ein Klettergürtel, okay. Dann haben wir jetzt zwei davon. Sonst nichts mehr, echt nicht. War's das schon? Okay, dann gehen wir wieder. Aber so eine Zange haben wir immer noch nicht. Das ist echt blöd. Dann gehen wir mal zu dem Stier hier. Der hat sogar ein Brandzeichen drauf. Okay, den können wir nur anschauen. Mehr kann man mit dem Stier nicht machen. Ah, wer ist Tom? Ach, das ist das Kittchen. Da hockt er drin. Hey, amigo. Was gibt's? Und was machst du da drin? Offensichtlich sitze ich im Gefängnis, meinst du nicht? Oh ja, jetzt sehe ich's auch. Wie viele Jahre hat man dir denn aufgebrummt? Man hat mir noch nicht den Prozess gemacht. Aber ich gehe davon aus, dass man mich hängen wird. Viehdiebstahl wird in dieser Gegend hart bestraft. Da war ein Rechtschreibfehler, das mit 3 S. Wann stellt man dich denn vor Gericht? Sobald ein Marshal aus der Hauptstadt kommt. Der Sheriff wartet auf sein Telegramm. Jo, vielleicht kann man da doch rumfuschen, ne? Warum hat man dich eingesperrt? Man beschuldigt mich, Starek Vieh gestohlen zu haben. Aber es war alles ein abgekartetes Spiel. Starek hat mir eine Falle gestellt. Ja, wissen wir schon, dass das so ein ziemlich linker ist. Ach natürlich, dann bist du also kein Krimineller. Aber natürlich nicht. Ich bin ein ehrlicher Farmer. Ich muss aber zugeben, dass ich eine dunkle Vergangenheit habe. Was meinst du mit dunkler Vergangenheit? Ich war früher Fälscher. Wirklich? Der Beste diesseits des Pecos. Und? Was hast du so alles gefälscht? Unterschriften. Ich kann jede Unterschrift fälschen. Geile Sache. Könnten wir ihn vielleicht gebrauchen? Also hast du auch Probleme mit Starek? Probleme? Ach was. Ich wurde nur ins Gefängnis gesteckt, danach hat man meine Farm in Brand gesetzt und jetzt möchten sie mich aufhängen. Ja, das sind halt auch ziemlich linke Hunde, ne? Kennst du Joe Bannister? Klar. Sein Sohn Billy und mein Tommy sind wie Pech und Schwefel. Und wir sind seit Jahren befreundet. Wie heißt du? Mein Name ist Tom. Tom Postum. Postum? Postum. Nie von dir gehört. Mann, ich bin nicht Jesse James. Ich glaube, da kommt jemand. Man sollte uns nicht miteinander sprechen sehen. Geh pfeifend weg, als ob du einen Spaziergang machen würdest. Ja, wir können nicht pfeifen, oder? Ne, können wir nicht. Wir haben immer noch keine Caesar-Karte. Jetzt habe ich wegen der Dreisine nicht geschaut. Da müssen wir auf jeden Fall noch schauen, wo die uns hinbringt. Aber das sehen wir wieder im nächsten Part. Also schaltet wieder ein. Bis dahin. Ciao, ciao.